Hallo, liebe Wanderfreunde, ich möchte euch mitnehmen auf eine Genusswanderung entlang des Goldbaches. Gefunden habe ich diesen Routenvorschlag auf der Internetseite von Outdoor Aktiv. Unsere Wanderung beginnt beim Gasthaus Schäffler entlang einer Streuobstwiese. An der alten Schmiede entlang geht es leicht bergauf zur Wallner Alm am Tuffberg. Am Goldbacherl entlang des Tuffberges wachsen seltene Pflanzen wie Merk, Brunnenkresse sowie Armleuchteralgen, die allesamt nur bei sehr guter Wasserqualität gedeihen. Weiter geht's am Berghang entlang zum Wagner und Bruckmühler Trinkwasserreservoir in den Wald. Hier fließen viele kleine Bäche zum waagerecht zum Hang verlaufenden Goldbacherl zusammen. Ein munteres Wasserspiel. Wegen seiner hervorragenden Wasserqualität ist der Goldbach sehr beliebt bei den Einheimischen. Der Ort Wagen ist bekannt wegen seines Liebreizes und idyllischen Lage mitten im Mangfalltal. Der Goldbach speist sich aus mehreren Quellen und Rinnsalen und bewässert das ganze umliegende Gebiet. Die Entstehung dieses Wasserparadieses geht auf die Würmeiszeit zurück. Viele Leute der Region holen sich aus den Überläufen noch regelmäßig ihr Trinkwasser, das aufgrund der niedrigen Nitratwerte als ausgezeichnet gilt. Unsere Wanderung führt uns auch am Schloss Fagen vorbei. Das Schloss Fagen ist in Privatbesitz und bietet die Kulisse für die Telenovela Sturm der Liebe. Ein Betreten des Schlossgeländes ist allerdings nur dem Filmteam und den Besitzern gestattet. Während der Dreharbeiten schottet ein Security-Team das Gelände ab. Wir konnten nur einen kurzen Blick auf das Gelände erhaschen. Am Gasthaus Schäffler endet unsere kurzweilige Wanderung.